Mein Name ist Silke, ich bin Vermittlerin an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und mein Kollege Johannes und ich möchten euch heute etwas über den SS-Bereich erzählen. Und dafür stehe ich im heutigen Denkmalpark, einem Areal, über das es aber schon ein eigenes Video gibt. Wir beschäftigen uns mit dem, was hier einmal gewesen ist, dem ehemaligen SS-Bereich. Links und rechts entlang des Weges waren Baracken aufgebaut, in denen die SS ihre Unterkünfte, aber auch die Büros hatte. Wir sind also in dem Bereich, von dem aus das Konzentrationslager geleitet wurde. Das Kürzel SS steht für Schutzstaffel, die eine bewaffnete Einheit der NSDAP darstellte. Ihr Chef war Heinrich Himmler, der den Titel Reichsführer SS trug. Ab 1934 übernahm die SS die Leitung aller nationalsozialistischen Konzentrationslager. Sie waren somit die Leiter, Bewacher und Organisatoren eines Konzentrationslagers. Die SS selbst sah sich als Eliteeinheit, die eine radikale Form der nationalsozialistischen Weltanschauung vertrat und dadurch unter anderem extrem antisemitisch, aber auch rassistisch war. Sie behauptete, dass Menschen in Völker und Rassen eingeteilt seien, die im Kampf zueinander stünden, und für sie war jedes Mittel recht, gegen die Menschen, die sie zu Feinden erklärt hatten, vorzugehen. Was genau Menschen zu Feinden des deutschen Volkes machte, waren Dinge, für die Menschen gar nichts konnten. Hierzu zählen beispielsweise die Herkunft, die Sprache, aber auch die sexuelle Orientierung. Ich zeige euch jetzt ein Foto, auf dem einige SS-Männer abgebildet sind, wie sie hier auf dem Gelände posieren. Wie wirken diese Männer auf euch? Was machen sie für einen Eindruck? Das Foto wurde bei der Geburtstagsfeier einer der Männer aufgenommen. Und der Mann in der Mitte, in der etwas helleren Uniform, das war Franz Ziereis. Und Franz Ziereis war der Kommandant des Lagers, sozusagen der oberste Chef. Er feiert hier auf diesem Areal seinen Geburtstag mit einigen Kollegen. Generell wurden hier im SS-Bereich oftmals Feste gefeiert. Es ist also nicht verwunderlich, wenn die Männer einen glücklichen, feierlichen Eindruck auf euch machen. Das hier ist das letzte noch erhaltene Gebäude im ehemaligen SS-Bereich, das ehemalige Stabsgebäude, in dem Franz Ziereis sein Büro hatte. Ziereis kam ursprünglich aus Bayern, ist aber wie viele andere Männer des Kommandanturstabs für die Arbeit nach Mauthausen gezogen. Neben seiner Arbeit hier im Konzentrationslager verbrachten die Männer in der Region oft ein normales Leben mit ihren Familien. Wenn wir von einem normalen Leben sprechen, haben wir natürlich alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was das im Einzelnen bedeutet. Über Franz Ziereis wissen wir, dass dieser in weiten Teilen der Bevölkerung recht angesehen war und diese auch recht gut mit ihm auskam. Er beteiligte sich am sozialen Leben in der Gegend und war beispielsweise Mitglied in Vereinen. Was glaubt ihr, könnten Gründe gewesen sein, warum sich Menschen mit Personen wie Franz Ziereis oder anderen SS-Männern in guten Kontakt befanden und vielleicht sogar selbst zu dieser Gruppe gehören wollten? Lange Zeit herrschte nach 1945 die Vorstellung, dass die Menschen, die diese Gräueltaten hier im Konzentrationslager als SS-Männer verbrochen hätten, Monster gewesen sein müssen. Doch abseits ihrer Arbeit hier im Konzentrationslager hat es sich um ganz normale Menschen gehandelt, um bodenständige Menschen, um sympathische Menschen, auch um Menschen, die hier in das soziale Leben sehr gut integriert waren. Wir halten es für wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welches Denken sie damals vertreten haben und wie es dieses Denken rechtfertigen konnte, dass man zehntausende Menschen misshandelt und auch ermordet hat und das dann auch als gerechtfertigt empfunden hat.